Hallo, herzlich willkommen. Hier in diesem Video bereite ich mich einfach auf eine Bewerbung vor und in diesem Job, den ich machen werde, werde ich Java verwenden. Deswegen werde ich jetzt einfach diese Arcade nach und nach durcharbeiten und das mit der Programmiersprache Java. Wir fangen hier einfach an mit der ersten Funktion. Der ersten Funktion sollen wir die zwei Parameter, Parameter 1 und Parameter 2, zusammenzählen. Das machen wir einfach mit einem Return. Return. Dann Parameter 1 plus Parameter 2. Dann können wir das Ganze hier laufen lassen. Und wir sehen auch, wir haben Semikolon vergessen. Das heißt, wir haben Fehler, zu viel Programmiersprachen programmiert ohne Semikolon. Aber dann sollte es auch schon laufen. Okay, hat alles geklappt und wir können schon zur nächsten Aufgabe gehen. Das machen wir hier. Wir machen die zweite Aufgabe. Hier in dieser Aufgabe sollen wir das Jahrhundert berechnen. Hier haben wir es in einer anderen Programmiersprache gemacht. Hier machen wir es in Java. Return. Was machen wir? Okay, wir nehmen diese Zahl hier und jetzt soll die Zahlen zwischen 1 und 99 oder 0,99 beziehungsweise 1 und 100, das erste Jahrhundert, und 101 bis 200 ist das zweite Jahrhundert und so weiter. Das heißt, das wollen wir jetzt berechnen. Dafür nehmen wir einfach das Jahr und was machen wir? Wir ziehen erstmal 1 ab. Dann teilen wir es durch 100, durch 100 und dann schauen wir uns das Ergebnis an. Das dürfte dann 1 zu wenig sein. Wir haben wieder Semikolon vergessen. Das wird mir wahrscheinlich noch öfters passieren. Und dann schauen wir an, was wir haben. Wir haben 1 zu wenig, weil wir dann quasi von 1 bis 9, von 1 bis 100 oder von 0 bis 99 haben. Und das ist, wenn wir es 100 durch 100 teilen, genau 0. Aber das ist ja das erste Jahrhundert, also müssen wir noch plus 1 machen. Dann können wir das gesamte Ding mal laufen lassen und haben dann auch diesen Test bestanden. Ich werde einfach weitermachen und schauen, irgendwann werde ich auf Fehler kommen und werde dann auch googeln müssen. Da werde ich dann auch anschauen. Oder wenn mir Aufgaben, wenn sie schwerer werden, werde ich dann auch noch die Lösungen von anderen Leuten anschauen. Aber jetzt dann Anfangsaufgaben, die sind relativ einfach. Da können wir einfach so weitermachen. Hier wollen wir wieder Java machen. Okay, jetzt sollen wir gucken, ob es ein Polytrom ist. Das heißt, wir brauchen irgendeine Reverse-Funktion. Und was brauchen wir noch? Wir brauchen Stringgleichheit. Dann fangen wir mal an. Machen wir hier mal diesen großen Bildschirm weg und machen hier ein neues Fenster. Das können wir dann wieder groß machen. Naja, das bringt nichts, wir wollen es nicht groß haben, weil mit diesem Fenster wollen wir googeln. Und mit diesem Fenster wollen wir arbeiten. Dann können wir hin und her switchen. Und hier geben wir einfach ein Java Reverse String. Dann gucken wir, wie man das macht. Aber wir wollen es nicht selber programmieren, wir wollen eine Funktion nehmen, die das schon kann. Und okay, gucken wir mal weiter. Reverse String. Da sind wir schon wieder auf derselben Webseite. In Punkt Punkt Reverse String. Also machen wir einfach mal Punkt Reverse und gucken, ob das klappt.
Also Input String Punkt Re Semikolon und jetzt machen wir Return, um das mal anzuschauen. Beziehungsweise können wir ganz nicht anschauen, weil wir das ja brauchen Boolean, den wir zurückgeben. Also machen wir Return True. True. Und das machen wir mit System.out.println. println. Werden wir das Ganze mal ausgeben. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Wir haben Semikolon vergessen. Okay, dann gucken wir mal einfach, ob man diesen String so ausgeben kann. Also den String können wir auf jeden Fall ausgeben. Java String Reverse Method. Die haben doch ganz sicher eine Methode, die es für uns macht. Hallo Welt. String Builder. Okay. New String Builder Reverse to String. Gibt es da noch eine einfache Möglichkeit? Das schaut ja kompliziert aus. Dass wir das nicht in der Standard-Bibliothek haben. Naja, dann machen wir das halt so. New und was geben wir hier ein? Den Input String. Dann lassen wir es mal kurz laufen. Okay, wir bekommen Körper zurück. Das heißt, das funktioniert alles. Dann benennen wir das mal. Das ist dann der Reverse Input String. So, delete. Und dann können wir die Klammer wegmachen. Können wir nochmal laufen lassen, ob das funktioniert. Aber dann können wir Input String Punkt Equal. Wir müssen natürlich sagen, was für eine Art von Variable das ist. String equal reverse string. Und das wollen wir return. Return. So, dann können wir das Ganze mal laufen lassen. Input String. Okay. Dann machen wir mal einen Kommentar. Ein True. Semikolon. Lass es laufen. Gucken, ob das funktioniert. Okay, wir können auf jeden Fall mal diesen Reverse String bauen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir zwei Strings vergleichen. Ich dachte immer, das geht mit der Equal-Funktion. Java String equal equals. Wir brauchen die equals Methode. Das heißt, wir machen das weg, wir hauen das rein, lassen es laufen. Schauen uns nochmal die schöne Webseite an. Und damit haben wir diese Aufgabe gelöst. Damit können wir die gesamte Aufgabe abgeben.
Und können uns auch jetzt hier Java anschauen, ob es da eine einfache oder schnellere Möglichkeit gibt. Wie die es gemacht haben, ja, halt in einer Zeile, aber die müssten auch diesen String Builder verwenden. Ist ja hässlich. Egal, der hat den Reverse, oder der hat einfach eine Vorschleife gemacht und eben verglichen von rechts nach links. Also hat quasi von dem String den char an der Stelle genommen und dann eben den char an der anderen Stelle von hinten quasi durchgegangen. Und dann, wenn das ungleich war, dann hat er false zurückgegeben und sonst true. Genau, das ist die Lösung wie der ersten. Okay, dann haben wir diesen Teil schon gelöst. Das heißt, wir haben jetzt die dritte Aufgabe schon. Ich würde sagen, dann machen wir einen kurzen Cut und sehen uns dann wieder hier bei der nächsten Aufgabe von 4 bis 8. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.